Zuallererst brauchen wir gute. Zuerst müssen wir Farben setzen. Nehmt euch eine schöne Hintergrundfarbe. Wir nehmen einfach ein schönes Pink. Als Bodenfarbe, ein Gelb wird bestimmt funktionieren. Gut, perfekt. Und das Blau können wir lassen. Oh, ja, das ist schon das Structure. Das können wir benutzen. Da müsst ihr ein paar Spikes hinpacken. Ungefähr so. Immer nicht vergessen, ihr müsst auch immer playtesten, um sicherzugehen, dass alles möglich ist. Dann braucht ihr auf jeden Fall viele Gameplay-Changes, weil sonst wird es langweilig. Dann müsst ihr hier Sachen hinpacken. Das passiert immer jeden Tag. Dann müsst ihr hier krasse Kacke machen. Ja, dann platziert ihr einfach hier einen Spike und dann habt ihr einfach eure Structure schon fertig. Es war ja relativ leicht. So, dann müsstet ihr jetzt Deko bauen. Für Deko würde ich immer empfehlen, geht ihr am besten in diesen Tab und dann nehmt ihr euch da ein paar Sachen und experimentiert ein bisschen rum. Guck mal, das hier sieht schon mal sehr realistisch aus, also ungefähr so sehen Steine auch im echten Leben aus, ist realistisch, könnt ein bisschen Details adden, hier überall, so dieser Stuff, das ist schon krass, also Kulub macht das auch so immer, der entfernt einfach einen Haufen Kacke und hat dann Zeug, damit er das mit dem Glow richtig hinbekommt, das am besten 10-mal copy-pasten, also damit diese Spikes schön dunkel werden. Als nächstes platziert ihr ein paar Trigger. Ich würde euch empfehlen, sowas wie einen Color-Trigger zu verwenden. Und dann müsst ihr hier draufklicken, Background machen. Dann macht ihr hier am besten eine schöne Hintergrundfarbe. Setzt das hier auf 0. Und dann eine andere Farbe. Und noch eine andere Farbe. So, jetzt habt ihr schon mal eure Basics. Das könnt ihr jetzt einfach ein bisschen rumcopy-pasten. Ziemlich leicht eigentlich. So, und damit habt ihr eure Farben schon mal fertig. Ich würde euch empfehlen, auch immer Dinge wie das hier, das geht gar nicht. Da müsst ihr schon, geht ihr ganz einfach eine neue Group. Jetzt zieht ihr hier einfach einen Trigger. Den hier oder so. Dann packt ihr da einfach die Group-ID rein, die ihr gerade eben gesetzt habt. Und dann macht ihr es einfach runter. So, da, perfekt. Jetzt habt ihr hier perfekte Details. So, ja, und das ist so ungefähr so ein bisschen, wie man Deko baut. Ihr könnt jetzt natürlich noch zum Beispiel dieses Objekt, wenn ihr es zum Beispiel rotieren lassen möchtet, könnt ihr recht leicht machen. Ihr gebt einfach dem ganzen Group 2, die 3 ist, der Scheiß-Trigger, die hier hin, um die Center-ID, in dem Fall der Scheiß-Schneller sein, platziert die hier hin, um die, der Scheiß, die 3 ist. Ja, und dann rotiert sich die Kacke, die 3 ist. Ich würde immer empfehlen, könnt euer Blockdesign auch immer ein bisschen aufschönen. Animierte Objekte sind zum Beispiel immer richtig cool. Ich würde euch empfehlen, da der Space hier oben ein bisschen leer ist, würde ich einfach sagen, ihr füllt den vielleicht mit ein paar Monstern, ein paar Gears oder sowas. Könnt auch immer mal eine Münze platzieren, einfach für ein bisschen mehr Challenge, ein bisschen schnelleres Gameplay machen. Ich würde sagen, ein paar Ketten kann man immer mal überall so ein bisschen hinzufügen. Air Decoration braucht ihr natürlich, damit hier die Luft nicht so leer ist. Könnt ihr einfach das hier ein bisschen überall so ein bisschen so leicht verteilt platzieren. Ihr solltet es nicht spammen, weil wenn ihr zu viel auf einem Haufen habt, sieht es schon sehr hässlich aus. Aber so zum Beispiel ist es ganz gut verteilt. Das Kolog immer macht es auch immer so schön Foreground-Deko. Die muss natürlich auf T3 sein, weil euer Icon muss ja drunter sein. Also viele Leute lieben ja immer Glow. Glow wird ja immer sehr stark benutzt. Für Glow würde ich euch einfach empfehlen, könnt ihr aber mal so ein paar Glow-Beams machen. Da könnt ihr auch ein bisschen Tider machen, ungefähr so. Mehr gebalanced als Mark True Survival. Sawblades, auch immer richtig wichtig, dass ihr die edit im Level. Ihr könnt auch zum Beispiel am Ende einen coolen Emoji damit malen oder sowas. Ungefähr so.
immer, was ich euch nicht empfehlen würde, platziert Slopes einfach immer so in den Boden rein. Weil, wenn ihr das nicht macht, dann funktionieren die nicht. Müsst ihr gucken, warte, wenn ich jetzt hier, scheiße, wenn ich, fuck, Alter. So, also, so macht Kuluk quasi seine Schneelevel. Was Kuluk ja auch gerne macht, ist ja immer die Blitze adden. Dafür geht ihr einfach in diesen Tab und hier seht ihr diese Blitzobjekte. Die könnt ihr einfach hier hinklatschen. Dann macht ihr einfach das hier und gebt da einfach 100 ein oder sowas. Ja, passt. Partikel sind tatsächlich auch etwas, was sehr underrated ist. Ich finde, Partikel sollte man mehr benutzen. Könnt ihr auch ruhig mal ein paar Spam so. Ich meine, ist ja nichts Verwerfliches oder sowas dran. Dann müsst ihr die natürlich auch alle noch schön einfärben. Die brauchen ja auch eine schöne Farbe. Sagen wir mal rot oder sowas. Ein paar Wolken könnt ihr natürlich adden, weil es ist ja Schnee und der Schnee muss ja auch irgendwo herkommen. Könnt ihr hier einfach ein paar schöne Wolken adden. Nummer 1 Regel, wenn ihr ein Level geratet haben wollt, braucht ihr Glow. Aber ihr braucht halt wirklich viel Glow so. Macht ihr einfach das. Natürlich, damit der Player auch weiß, wo er lang muss, weil bei all dem Schnee ist es halt auch ein bisschen schwierig, das zu sehen. Also solltet ihr immer Pfeile platzieren. Macht ihr einfach den hier und dann macht ihr den einfach ein bisschen größer. Natürlich braucht ihr immer, wenn man hier mit dem Level fertig ist, natürlich auch einen schönen Endscreen, damit die Leute auch wissen, dass wie das Level heißt, weil das haben sie jetzt, sie haben ja keine Augen im Kopf, deswegen könnt ihr das nicht sehen. Ja, schönes Level. Müsst ihr natürlich auch groß machen, den Text. So. Gut, perfekt. Ja, perfekt. So. Das ist schon mal richtig gut, aber auch hier wieder wichtig, ihr müsst Glow adden, sonst ist es einfach nicht rate-worthy, wisst ihr? Denn Glow ist halt einfach, es ist halt einfach unfassbar wichtig, so. Macht ihr das hier. Sieht auch schon mal sehr schön aus, ihr solltet am besten auch in den Glow Spikes reinplatzieren, dass der Player einfach nicht sieht, weil das ist immer schön faires Gameplay. Könnt ihr einfach sagen, so, könnt ihr ein bisschen so machen, ein bisschen so machen. Da will ich auch ein bisschen eine kleinere Variante. Rotate-Trigger. Scheint. Ja, genau. Der soll so sein. Ich würde auch immer empfehlen, Artwork soll ja bekanntlicherweise immer recht gut sein. Deswegen. Deswegen, ja, könnt ihr behalten. Macht ihr einfach das. Könnt es noch ein bisschen größer machen, so ungefähr. Ja, es sieht gut aus. Ja, perfekt. So, und jetzt seid ihr fertig mit eurem Level. Wie ihr sehen könnt, es ist wirklich, wirklich gut. Und wenn ihr meinen Steps folgt und einfach macht, was ich mache, wird das bei euch ungefähr genauso aussehen. Im Editor ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu sehen, wegen Farben und sowas, weil die ein bisschen kaputt gehen dadurch. Deswegen zeige ich euch einfach das Ganze kurz im Normal Mode. Wir sehen uns gleich wieder und dann mache ich für euch ein richtiges Showcase. Okay, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch einmal das ganze Level, so wie es aussieht. Wie gesagt, wenn ihr alle meine Steps nachmacht, die ich gemacht habe, sollte es ungefähr bei euch genauso aussehen wie bei mir. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren und dann zeige ich euch jetzt mal, wie das jetzt so aussieht.